Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Es geht weiter in der Go-Kampf-Liga. Ich habe noch nicht weitergekämpft. Es geht also quasi direkt weiter nach der letzten Aufnahme und los geht's. Ich habe leider mit den Teams noch nicht gearbeitet. Dankeschön für eure Kommentare. Ich soll mein Team einfach nochmal löschen, also mein Liga-Team nochmal löschen und neu anlegen. Dann würde es an der ersten Stelle angezeigt werden. Aber das habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. So, Togekiss gegen Dragoran. Okay, hier passt schon mal bei mir der Anfang. Das heißt, ich kann hier ohne Probleme gegenwechseln. Da hat der Gegner leider gerade richtig Pech. Das brauche ich nicht chillen, das ist nicht sehr effektiv. Genau. Auch wenn es trotzdem relativ viel Schaden macht. So, komm, ich will einen Surfer raushauen. Er hat geschildert, okay. Den müsste ich noch knapp überleben und noch einen zweiten Surfer raushauen. Genau, knapp überlebt. Surfer, zack. Das habe ich jetzt nicht durch Simulatoren gewusst, sondern das weiß ich mittlerweile aus Erfahrung. Okay, du hast ein zweites Mal geschildert. Damit hat Metagross überlebt. Dann gehe ich auf Melmetal. Ich weiß nicht, ob ich ihn runterfarmen kann. Da kommt jetzt erstmal noch ein Sternenhieb. Hoffentlich. Und kein Erdbeben. Ja. Komm schon, stirb. Nein, nicht nochmal. Jetzt reicht's. Ich hoffe, hatte eigentlich gehofft, dass ich das jetzt lassen kann. So. Komm schon, jetzt geh weg. Nächstes Pokémon wird doch bestimmt etwas sein, was wieder gut gegen Melmetal ist, oder? Mewtwo. Okay, keine Ahnung. Steinhagel. Könnte jetzt auch auf Togekiss gehen, aber ich bleib einfach mal drin. Noch ein Steinhagel. So, jetzt kommt seine Ladeattacke. Die schilde ich mal lieber. Spukball. Ja, ich denke, ich hätte das nicht überlebt. Spukball ist ziemlich stark. Und jetzt wechselst du auf Dragoran, was natürlich gar nicht so schlecht ist für mich. Interessant, dass du dein Mewtwo jetzt noch aufheben willst. Aber er kennt ja mein anderes Pokémon nicht. Also von daher, ich will hier auf jeden Fall mit Melmetal noch drinnen bleiben. Aber ich denke, das werde ich jetzt nicht mehr überleben. Aber ich kann dich vielleicht auf der Entfernung, was du jetzt noch hast... Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So. Du hast ja keine Schilde mehr, ne? Wunderbar. Dann ist Dragoran auch besiegt. Und dann kommt Mewtwo wieder rein. Mein Melmetal ist halt down, das macht nichts. Togekiss macht dich halt hier mit den Sofortattacken fertig. Und das war's. Daran sieht man, da war ich. Da war noch viel übrig. Da wäre noch viel Luft nach oben übrig gewesen. Schön. Sehr schöner Kampf. Nächster. Team wechseln. Zack. So, Gegner wird gesucht. Weniger Punkte als ich. Das ist blöd. Sollte ich auf jeden Fall gewinnen, wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Und was setzt sie ein? Es kommt ein Relaxo. Wie war denn das jetzt nochmal mit dem Relaxo? War das jetzt schlecht gegen Togekiss oder war das okay? Ich komme gerade nicht drauf. Ich will nicht wechseln. Ich bleib drin. Also ich bin jetzt schon im gelben Bereich. Ich glaube, ich sollte wechseln. Ich werde jetzt danach wechseln. Auf Melmetal. So. Jetzt, wenn ich Pech habe, wechselt sie auch.
Ich warte extra ein bisschen. Sie macht aber irgendwie weiter. Finde ich jetzt sehr interessant. Ich gehe auf Steinhagel, weil ich... okay, du hast Kraftkoloss eingesetzt. Ich habe es nicht mal gesehen. So, dann komme ich jetzt hier mit Steinhagel. Und das war's für Relaxo. Gut. Ist nur ein bisschen früh. Ich muss jetzt leider gegen Kyogre antreten. Werde also dauerhaft immer ganz schnell auf Steinhagel gehen, weil mich der Surfer extrem schwächt und ich nicht tauschen kann, wechseln kann. So, da kommt leider die Ladeattacke. Ich lasse es sterben und gehe auf mein eigenes Kyogre. So, lass aber die Zeit noch runterlaufen, damit ich, falls ich nachher wieder wechseln muss, auch wieder wechseln kann. Jetzt kann ich sogar wechseln, falls sie jetzt auswechseln sollte. Was ich ja fast nicht glaube. Ich gehe direkt auf Surfer, weil ich nicht... Ich glaube, so schnell hast du jetzt noch keinen Donner zusammen. Es ist Surfer, genau. Das war viel zu schnell. Das war jetzt aber rein aus Gefühl. Das kann schnell nach hinten losgehen, wenn man nur nach Gefühl geht und es nicht richtig zählt. Man sollte eigentlich die Attacken zählen, aber ich weiß jetzt aktuell leider nicht auswendig, wie viele Sofortattacken man braucht für Donner. Das muss ich erst noch alles lernen, was aber eigentlich wichtig wäre. Ich würde jetzt auf Surfer gehen, weil du hast immer noch zwei Schilde. Was soll denn das? Du hast immer noch zwei Schilde. Ich hoffe, ich schaffe noch einen Surfer. Wird sehr eng. Nee, nicht geschafft. Okay. Ja. Das ist jetzt richtig schlecht. Togekiss hat zu wenig Energie drauf. Oh oh. Viel zu wenig Energie. Verdammt. Ich bin auf Flammenwurf gegangen. Das wird wahrscheinlich geschildert. Also da brauche ich mir wahrscheinlich keine Sorgen machen. Ja. Habe ich mir gedacht. Logisch. Aber ich kriege dich mit den Sofortattacken vielleicht noch runter. Nö. Nö, schaffe ich nicht. Verloren. Ich habe sogar noch ein Schild übrig. Ach Mann. Da habe ich einmal zu wenig geschildert. Sonst hätte ich den Kampf wahrscheinlich sogar gewonnen. Weil ich hätte mit Togekiss, mit der Sofortattacke, wenn ich genug Energie drauf gehabt hätte, nämlich Dialga besiegen können. Ja. Da habe ich zu lange Togekiss im Relaxo-Kampf drin gelassen. Ich meine doch, Geistattacken sind doch... Sind die neutral gegen Togekiss? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Gut, der nächste Gegner. Dragoran am Start. Sehr gut. Wieder mal gut für mich. Sie muss wechseln. Und sie kommt mit Melmetal rein. Ich gehe auf Kyogre. Da kommt wahrscheinlich der erste Steinhagel. Logischerweise. Und das Pokémon könnte Level 41 sein. So, Surfer geht raus. Wird geschildert, okay. Ich glaube, jetzt kommen zwei Steinhagel hintereinander, wenn ich Pech habe. Oder Kraftkoloss, um mich rauszunehmen. Ja, da ist schon die nächste. Ein Schild sollte reichen, hoffentlich. Gut, weil der zweite, der macht ja nicht so viel Schaden. Dann kriege ich nämlich noch einen Surfer raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie nochmal schildet. Ja, hat sie. Okay. Boah, die will's echt wissen, ey. Nee, ich werde das jetzt nicht nochmal schilden. Auch wenn ich ziemlich viel Schaden machen könnte. Ich werde jetzt auf Melmetal gehen. Sie wechselt. Okay, dann wechsle ich auch. Sie hat also noch ein bisschen Melmetal im Hintergrund. Das ist natürlich nicht schön.
Ich schilde auf jeden Fall. Ich glaube aber, das ist noch zu früh. Das wird... Oh, das ist doch schon ein Spukball. Okay. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das noch zu früh wäre. Aber gut. So, die Flugattacke, die einem so viel Spaß bereitet. Schon wieder Bobbles verpasst. Neutral, genau. Aber hier, da geht... Den werde ich noch überleben, hoffe ich. Und ich kann dich mit der Sofortattacke noch besiegen. Jawohl. Jetzt kommt Melmetal rein. Werde aber wahrscheinlich nicht genügend Energie haben. Ich hoffe, du setzt noch eine Ladeattacke ein. Das würde mich zumindest sehr freuen. Ah, da bleibt nicht mehr. Komm. Komm, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Du darfst zuerst. Das stört mich aber nicht. Guck mal, wie viel Energie ich noch habe. Also das ist überhaupt kein Problem für mich. Dann müsstest du schon zweimal Kraftkoloss haben. Der... Ah, du hast noch ein Pokémon. Und das benutzt du jetzt als lebendes Schild. Ach, Mann. Mann. Komm schon, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie, die hat noch ein Pokémon übrig. So, nochmal Steinhagel. So, Dragoran ist weg. Jetzt kommst du mit deinem Melmetal. Ja, perfekt. Super. Oh, gut, dass sie das Dragoran reingeholt hat und ich zweimal Steinhagel drauf hatte. Richtig gut. Das muss richtig scheiße sein. Nächster Kampf. So. Da bin ich ja mal gespannt. Gegner wird gesucht. Schon wieder weniger Punkte als ich. Das ist immer schlecht. Das ist immer schlecht gerade aktuell. Zum Aufsteigen ist das nicht gut. So. Giratina, der Start passt wieder. Schlecht für ihn. Er muss wechseln und geht auf Togekiss. Ich bleibe drin. Jetzt wechsle ich. Jetzt habe ich ein schönes, aufgeladenes Togekiss. Da kommt eine Ladeattacke, die lasse ich durch. Gegen Kyogre hast du jetzt nicht so viele Möglichkeiten, außer Zauberschein. Das ist ziemlich selten. Und jetzt ist das Togekiss besiegt. So, das nächste Pokémon ist Giratina. Das ist doof, dann gehe ich direkt auf Donner. Weil Kyogre hat seinen Dienst quasi schon getan und damit ist es leider schon vorbei. Deswegen auf gut Glück. Sie hat es auch noch durchgelassen. Er hat es durchgelassen, okay. So konnte ich noch einiges an Schaden machen. Ich lasse die Uhr noch runterlaufen, weil ich glaube, ich habe noch einen Wechseltimer drin. Gehe natürlich auf Togekiss. Hau am besten gleich einen Aeroass raus. Solange du noch nicht rausgewechselt hast. So. Togekiss hat leider ja auch nicht mehr so viel Energie. Wurde natürlich geschildert. Ich schilde natürlich auch. Das könnte ein Spukball sein. Den möchte ich nicht abbekommen, weil dann ist Togekiss sofort weg. Okay. Und da kommt vielleicht der nächste Spukball. Ich bleib drin. Ich will dich besiegen. Also ich will das Giratina besiegen. Bin mal gespannt, was du dann noch als drittes hast. Du hast ja noch ein drittes Pokémon. Da kommt das dritte Pokémon und es ist ein Sumpex. Okay. Dann wechsle ich mal raus. Und bekomme leider eine Aquahaubitze auf Melmetal, was ziemlich blöd ist. Aber auf Togekiss ist es genauso blöd. Also eigentlich egal. Ich würde jetzt hier einfach direkt auf Steinhagel gehen. Kein Kraftkoloss. Ist ja nicht sehr effektiv, also von daher lasse ich das weg. Wurde geschildert. So, jetzt hast du endlich keine Schilde mehr. Die nächste Aquahaubitze müsste ich überleben. Erdbeben. Ach. Oh Mann, ey. Gehe ich direkt auf Aeroass, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Na, das reicht nicht. Ich bin ja gleich tot. So, das war's. Ach Mann, schade. Was habe ich denn... War das jetzt echt so schlecht? Wie hat denn der das jetzt noch geschafft, das alles umzudrehen? Das ist ja hart. Okay.
Es müsste, glaube ich, jetzt auch der letzte Kampf sein. Schauen wir mal. 1129. Jo, ich krieg nur schwache Gegner. Nur Gegner, die weniger Punkte haben als ich. Das wird aber kein krasser Aufstieg diesmal. Mit Sicherheit nicht. Melmetal, ja, und hier stimmt der Start natürlich nicht. Aber ich kann ja auch nicht immer Glück haben, ne? Das ist ja wohl ganz klar. So, und jetzt wechselst du in dein Giratina. Oder Dialga. Nee, in sein eigenes Kyogre. Okay. Nein, ich will nicht auf Donner gehen. Ich will nur aufladen bis Donner und gehe auf Surfer. Du darfst gerne schilden. Jawohl. Ist geschildert. Wunderbar. Das ist ein Surfer. Von der Energie von diesem Kyogre würde ich sagen, das ist ein Surfer. Das ist scheiße. Nein, das ist falsch. Och Mann. Das ist mega doof. Ich hasse das. Ich mag das nicht, die ganzen Attacken zählen zu müssen. Keine Zeit dafür. Steinhagel von Melmetal. Wahrscheinlich schildest du das am besten noch. Dann habe ich sowieso eigentlich quasi verloren. Nö, du hast das nicht geschildert. Aber ich muss jetzt schilden. Ich kann Surfer auf Melmetal und Togekiss nicht gebrauchen. Leider. Will ich jetzt auf der Range? Ja, ich will trotzdem noch einen Steinhagel raushauen, weil es leider doch noch ganz schön viel Energie ist. Und die Sofortattacke leider nicht genug macht. Und da kommt ein Melmetal. Hoffentlich machst du Kraftkoloss. Ja, machst du. Wunderbar. Nee, wechseln will ich nicht. Nee, wechseln ist nicht. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Kraftkoloss. Oh Mann. Eins, zwei, drei. Komm, komm. Ich hoffe, ich schaffe zwei. Abgewehrt. Nächster. Okay. Ja, reicht aber trotzdem nicht, um den Sieg reinzuholen. Tschüss, Melmetal. Togekiss. Und leider kommt hier noch eine Ladeattacke. Ich gehe aber davon aus, er ist so stark geschwächt, dass er nicht mehr viel Energie, also nicht mehr viel dabei rumkommt. Und du setzt auch noch Kraftkoloss ein, was natürlich total falsch ist. Also das war jetzt total Banane. So, was ist jetzt dein Togekiss? Na toll. Er hat als letztes Pokémon Togekiss. Was mache ich denn jetzt? Hm. Mist. Ich habe aber einen kleinen Energievorteil. Nur weiß ich nicht, wie man das richtig ausspielt. Also ich weiß jetzt nicht. Das habe ich verloren. Ich habe einen Energievorteil, aber nicht HP. Antikraft. Tschüss. Toll. Menno. Und dann kriegt er auch noch den Boost. Hallo? Ist das Spiel gegen mich oder was? Mann, ihr seid gemein. Nur zwei Siege? Echt? Wow. Okay. Nur zwei Siege. Schade. Ich wollte Sonderbonbons. Ich brauche Sonderbonbons. Ich brauche keine Lade-TM. Ich brauche Sonderbonbons. Ach Mann. So, 2146 und was wird daraus? Abstieg. 10 Punkte. Okay. Naja, ich bin ja noch in der Übungsphase mit dem Team, also von daher ist mir das, denke ich mal, verziehen. Schauen wir nochmal kurz rein. Das wird sich mal wieder nicht aktualisieren. Aber nicht mehr lange, dann ist die Meisterliga vorbei. Aber ich denke, ich werde noch ein bisschen in der Meisterliga bleiben und noch ein bisschen üben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Und bis zum nächsten Mal. Batsch!